Wie sehr hier die Allgemeinheit, die Menschenrechte, wie sehr der Zusammenhalt in der Gesellschaft zerstört wird, gegen den sich die Bürger- und Demokratiebewegung gegen Stuttgart 21 seit vielen Jahren auflehnt, die wird oftmals gänzlich übergangen. Kürzlich las ich von einem Lügenpresse, sehr ja nicht unbedingt richtig, aber Lückenpresse. Das ist die Lückenpresse, die hier tabuisiert, wenn wir uns auflehnen, wo es sehr notwendig ist. Und die kleinen Dinge, die ganz kleinen, da kann die Justiz als Organ der Rechtsstaatlichkeit kann dann zeigen, dass sie noch präsent ist. Gratuliere, Polizei, dass ihr das entdeckt habt. An einem Stein war hier geschrieben, Stuttgart 21 sei eine Dauerstraftat. Und das ist dem Auge des Gesetzes nicht entgangen. Wunderbar, ausgezeichnet. Bravo, bravo. Nehmt das aber bitte zum Anlass, dass ihr jetzt den großen Schwung hier auf den Bahntower zu auch nehmt. Die Staatsanwaltschaft als Organ der Justiz ist gefordert. Seit Mitte Februar liegt die Strafanzeige 16 Seiten mit 30 Anlagen vor. Sie dürfen sich mit genau derselben Sorgfalt wie die Polizei hier, was geschrieben stand, auch dem, was wir geschrieben haben, zuwenden. Und das andere hören wir dann heute Abend. Also, einen guten Tag zusammen und bis zum nächsten Mal. Oben bleiben! Oben bleiben.